Hey Freunde, viel Spaß mit dem neuen Minecraft-Video und vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Like zu geben. Okay, ich werde jetzt Iggy zurückbekommen. Und zwar sofort. Das regt mich gerade richtig auf, dass Iggy mich nicht mehr sehen möchte und sich stattdessen mit einer bunten Mädchen trifft. Sie heißt Regenbogenmädchen. Geht zu Iggy und wird ihn ausspionieren, Leute. Aber bevor wir das machen, müsst ihr unbedingt erstmal den Kanal hier abonnieren, Freunde. Ganz genau. Und rechts auf die Glocke drücken, damit ihr ein Teil der Iggy-Army werdet. Das würde uns alle super freuen, der Iggy-Familie, des Regenbogenmädchen, der kompletten Stadt würde das gefallen, wenn ihr den Kanal hier abonniert und unsere Videos guckt. Denn dann kommen noch mehr Videos. Und gebt dem Video auf jeden Fall auch ein Like und schreibt ein süßes Kommentar. So, aber genug geredet. Jetzt müssen wir hier erstmal Iggy beobachten. Iggy müsste hier vorne sein. Da hinten ist hier sein Kopf. Das ist der. Wir müssen ihm zuhören. Was sagt er? Oh, was für ein wunderschöner Morgen. Oh. Da ist er. Oh Gott, oh Gott. Ich muss ihn beobachten. Er darf mich nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Ich muss ihn sehen. Kann ich ihn von hier sehen? Oh, das reicht noch nicht. Ich muss ihn noch mehr sehen können. Oh, ich muss ihn beobachten. Beobachten, ja! Ich beobachte ihn. Da vorne ist er. Ich bin eine Beobachterin. Sag mal, du spinnst ja komplett. Wen beobachtest du da? Ich beobachte niemanden. Ich bin eine... Wah! Au! Ich bin eine Geheimagentin. Ganz genau. Oh, ich muss weg. Sie haben mich nicht gesehen. Tschüss. Boah, das war ja gerade peinlich. Die hat mich fast gesehen, wie ich Iggy beobachtet hätte. Ja, erstmal Zeit für einen Kaffee. Und danach gehe ich runter zur Post. Iggy macht sich einen Kaffee. Was hat er danach gesagt? Er will zur Post? Meint er etwa seinen Briefkasten? Nein, ich werde seine Post klauen. Da ist ja wirklich ein Brief drinne. Was ist das für ein Brief? Liebesbrief? Was, von wem ist der denn der Liebesbrief an Iggy? Nein, Iggy darf keine Liebesbriefe bekommen. Der darf nur von mir Liebesbriefe bekommen. Denn er und ich haben Babys und wir sind verheiratet gewesen. Ich habe mich zwar scheiden lassen, aber ich will ihn jetzt wieder zurück. Was steht da drinne? Lieber Iggy, ich fand es gestern sehr schön mit dir. Ich möchte dich nachher treffen. Am Park um 2 Uhr. Regenbogenmädchen. Das kann die aber sowas von abschminken. Niemals. Den Brief, den schmeiße ich jetzt in den Mülleimer. Niemals wirst du Iggy treffen. Moment, das musst du ja richtig in den Müll. Nein, richtig in den Müll. Iggy darf den nicht wiederfinden. So, das sollte reichen. Nein, 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 nein. Richtig in den Müll. Ja, jetzt ist er im Mülleimer. Hahaha. Iggy wird den Brief niemals wiederfinden. Super. Und wenn ihr möchtet, dass Iggy und ich wieder zusammenkommen, dann müsst ihr... dem Video ein Like geben, Leute. Ich möchte nämlich mit Iggy wieder zusammenkommen. Ihr bestimmt auch. Denn wir haben eine Familie, wir haben ein riesiges Haus und wir lieben uns so sehr. Dieser doofe Iggy. Oh Gott, das ist gleich 2 Uhr, Leute. Das Regenbogenmädchen wartet bestimmt schon auf Iggy. Haha, ich habe eine gute Idee. Wir gehen zum Regenbogenmädchen und lügen sie an. Wir sagen ihr, dass Iggy keine Lust hat, sich mit ihr zu treffen, obwohl er den Liebesbrief ja nie gelesen hat. Oh, das ist super gemein, aber ich mach das. Das ist ein schmutziges Spiel, Leute. In der Liebe gibt's keine Regeln. So. Am Park. Der Park ist hier vorne. Dann wollen wir doch mal sehen, ob das Regenbogenmädchen wirklich um 2 Uhr da ist. Oh, es ist schon 2 Uhr. Ding dong, ding dong. Ist hier irgendwo das Regenbogenmädchen? Nee, das ist nicht das Regenbogenmädchen. Hier irgendwo. Oh, da vorne ist sie auch schon, Leute. Okay. Macht euch auf was gefasst. Wir werden da jetzt hingehen und sie anlügen. Regenbogenmädchen, es tut mir furchtbar leid, aber Iggy wird nicht kommen. Was? Warum denn? Wieso nicht? Naja, ganz einfach. Er hat sich für mich entschieden. Es tut mir super leid. Er möchte dich nicht mehr treffen. Was? Aber gestern hat er doch was ganz anderes gesagt. Er wollte mit mir picknicken.
Nee, der mag auch kein Picknick. Der Icky mag das gar nicht. Icky möchte lieber... Er möchte mit mir schmusen. Er möchte mich heiraten. Er liebt mich. Wir haben ja auch Babys. Er möchte mit mir zimmen. Icky kriegt gar nicht genug von mir. Wusstest du das? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Icky hat mich reingelegt. Ja, ganz genau. Ich muss jetzt auch weg. Icky und ich treffen uns jetzt. Tschüss. Oh, Leute. Das hat super geklappt. Wir haben das Regenbogenmädchen reingelegt. Und ich wette, jetzt ist sie stinksauer auf Icky. Und sie wird ihn nie wieder sehen wollen. Ja, und Icky gehört mir. Jetzt habe ich freie Bahn. Oh, ich bin so teuflisch und so genial, Leute. So, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Und ich werde jetzt Icky zurückerobern. Yippie! Lecker. Starfruit Jelly. Das ist so geil. Aber jetzt muss ich das erstmal in den Kühlschrank packen. Und wir gehen jetzt schön runter zur Post. Lalala. Mal sehen, was wir heute so im Briefkasten haben. Das werden wir jetzt erstmal schön abchecken, Freunde. Und... Oh, das Ding ist oben. Das bedeutet, ein Brief ist für mich gekommen. Der Postbote macht das immer hoch. Wo ist der Brief? Der Postbote sollte doch den Brief schon längst hergebracht haben. Ist der Brief etwa rausgekommen? Hat ihn jemand geklaut? Leute, wo ist mein Brief? Ich habe doch sicher einen Brief bekommen. Komisch. Das ist ja aber wirklich merkwürdig. Vielleicht ist er ja hier irgendwo. Brief? Im Mülleimer? Was macht denn mein Brief im Mülleimer? Hä, wie ist denn der da hingekommen? Hat der Postbote ihn da reingeschmissen? Leute, wisst ihr, was mit meinem Brief passiert ist? Egal, wir lesen jetzt erstmal den Brief durch. Lieber Icky, ich fand es gestern sehr schön mit dir. Ich möchte dich nachher treffen. Am Park um 2. Regenbogenmädchen. Was? Am Park um 2? Es ist schon 3. Oh nein, schnell zum Park. Wieso habe ich den Brief nicht schon früher gesehen? Wieso wurde der geklaut? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, schnell zum Park. Ich hoffe, das Regenbogenmädchen ist noch da. Oh nein, das ist doch jetzt total doof. Das arme Regenbogenmädchen. Sie wartet da schon seit über einer Stunde. Und ich bin noch nicht... Oh, ich muss mich beeilen. Alles nur, weil jemand den Brief genommen hat und ihn versteckt hat. Oder in den Müll geworfen hat. Noch schlimmer. Wer war das, Leute? Wisst ihr, wer das war? Wenn ihr wisst, wer das war, dann schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Eins von beiden. Okay, hier im Park wollte sie sich mit mir treffen. Wo ist denn das Regenbogenmädchen? Regenbogenmädchen! Wir wollten picknicken. Ich habe das gestern gesagt, dass ich Picknick liebe. Wieso hat sie den Picknickkorb nicht mitgenommen? Nein! Regenbogenmädchen! Wo bist du? Lass uns picknicken! Ach du meine Güte, das kann doch nicht sein. Wo ist sie denn jetzt? Oh nein! Ach Leute, das Regenbogenmädchen tut mir so leid. Wir wollten uns treffen und jetzt ist sie einfach weg. Regenbogenmädchen? Oh nein, Leute, habt ihr eine Idee, was wir jetzt tun können? Das Regenbogenmädchen wollte sich doch eigentlich mit mir treffen. Hier ist sie nicht. Moment mal. Ich habe eine Idee. Das Regenbogenmädchen mag ja ganz gerne Regenbogenkuchen und Schwarzwälder Kirschtorte. Wisst ihr, wo es die gibt? Ganz genau, Leute. Im Kuchenladen. Das bedeutet, das Regenbogenmädchen wird wahrscheinlich im Kuchenladen sein. Wir gehen da jetzt hin, Leute. Wo ist sie? Regenbogenmädchen, da bist du ja. Du wolltest dir bestimmt eine Schwarzwälder Kirschtorte holen. Icky, Ikelina hat mir gesagt, dass die... Und du wieder ein Paar sind, stimmt das? Was? Nein, das stimmt nicht. Ikeline lügt. Sie möchte dich und mich gegeneinander ausspielen. Das ist ja total gemein von ihr. Moment mal, ich rufe sie an. Das kann doch nicht wahr sein. Die Ikeline spinnt doch jetzt komplett. So. Ikeline. So, geh ran. Icky, mein Schatz. Ich liebe dich so sehr. Ich wusste, dass du dich für mich entscheidest. Genau deswegen rufst du mich an. Habe ich recht? Nein. Ich rufe dich an, weil du das Regenbogenmädchen angelogen hast. Du hörst jetzt sofort auf zu lügen und das Regenbogenmädchen und ich treffen uns weiter. Aber Icky, ich liebe dich so sehr. Bitte nimm mich zurück. Nein, du hattest deine Chance. Die Icky-Armee hat auch keine Lust mehr darauf. Immer muss ich dir hinterherlaufen. Und außerdem bist du gemein zu mir gewesen. Jetzt hat das Regenbogenmädchen ihre Chance. Nein, Icky, ich liebe dich so sehr.
Nein! Oh Gott, Leute, was soll ich mich jetzt machen? Wofür soll ich mich entscheiden? Ich bin verwirrt. Oh Gott, ich brauche eure Hilfe. Schreibt ihr in die Kommentare, wofür ich mich entscheiden soll. Helft mir jetzt, Leute. Ihr könnt mir helfen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr für das Regenbogenmädchen seid. Oder gebt dem Video ein Like, wenn ihr für Ekeline seid. Das ist beides das Gleiche. Aber es ist trotzdem lustig, Leute. 5000 Daumen nach oben und das nächste Video kommt morgen online. Tschüss, Freunde. Und abonniert doch den Kanal.